Verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Pakt ist rechtlich nicht bindend, deshalb stehen wir dazu. Diesen Satz muss man sich vor Augen führen. Rechtlich nicht bindend, deshalb stehen wir dazu. Das ist ein Spruch der deutschen Bundeskanzlerin. Eine solche Aussage ist verantwortungslos. Damit wird die Rechtsstaatlichkeit geopfert. Rechtlich nicht bindend, deshalb unterschreibe ich, ist eine katastrophale, unverantwortbare Grundhaltung. Abgesehen davon ist in Deutschland erschreckend, wie mit dieser Zuwanderung respektive die Opferung des Rechtsstaates die Grundprinzipien verletzt werden. 97% der Bevölkerung haben bei einer Umfrage offenbar gesagt, wir sind gegen diesen Pakt. Und es ist erschreckend, wie sich eine gewisse Elite von dem Empfinden der Bevölkerung entfernt. Wir müssen unbedingt verhindern, dass dasselbe in der Schweiz passiert, dass wir mit derselben Naivität und Verantwortungslosigkeit diesen Pakt, der die Grenzen für die Migration erleichtert, dass wir das vorschnell unterschreiben. Wenn auch der Bundesrat gesagt hat, politisch verbindlich, rechtlich nicht verbindlich, dann ist das völlig deplatziert. Immerhin ist dem Bundesrat zugute zu halten, nachdem er am 10. Oktober beschlossen hat, wir unterschreiben nicht, dass er jetzt relativiert hat und gesagt hat, wir warten diese Debatte ab. Ich hoffe, dass zusammen mit allen anderen Parteien nun eine Mehrheit erreicht werden kann. Ich bedanke mich in diesem Sinne bei Kollegin Doris Fiala, Präsidentin der Subkommission Migration im Europarat, dass sie dezidiert dagegen Stellung genommen hat. Ich bedanke mich in diesem Sinne auch bei Frau Kollegin Schneider-Schneider, Präsidentin der Außenpolitischen Kommission, die am 1.11. in der Presse gesagt hat, die Schweiz muss sich distanzieren. Das ist Zitat aus der Presse. Selbst wenn teuer bezahlte Gutachter, Juristen, Universitätsprofessoren, Experten sagen, es sei nicht verbindlich rechtlich, das ist nicht in Ordnung. Vous aviez raison, ce n'est pas sérieux. Wenn zum Beispiel das Bundesgericht im 2019, 2025, wann auch immer, an einem Einzelbeispiel sagt, es ist verbindlich, dann ist dieser Pakt verbindlich. Völlig gleichgültig, was die Experten heute sagen. Dann wird jeder Migrant das rechtliche Recht mit Juristen erstreiten können. Ich darf kommen und faktisch unlimitiert bleiben. Ich komme zum Schluss. Die Gleichstellung von Wirtschaftsmigranten und echten Flüchtlingen ist völlig daneben. Man darf reguläre nicht einfach, also irreguläre, heute irreguläre, nicht durch reguläre ersetzen. Das wäre faktisch die Illegalen durch die Legalen ersetzen. Ich bitte Sie, gegen den Pakt zu stimmen, respektive den Antrag von Kollege Agee, dem zuzustimmen. Herzlichen Dank.